Doch auch die Anhänger der Erdexpansion hatten schon früh eine Erklärung der Gebirgsbildung zur Hand. Das kann ich Ihnen sehr schön an meiner Faust zeigen. Sagen wir einmal, das sei die Urerde. Ich habe sie jetzt angespannt und die Haut ist ganz glatt. Wenn die Erde sich jetzt ausdehnt, das würde dann entsprechen, dass ich die Faust öffne. Dann wird die Krümmung meiner Hand etwas flacher. Ich glaube, Sie können sehr schön sehen, wie jetzt hier die Hautfalten entstehen, die wie Gebirge aussehen. Solche Quetschfalten hat Hilgenberg bereits vor 75 Jahren gezeichnet. Ein Modell, das von Professor Jakob in jahrelangen Experimenten erweitert worden ist. Er füllte feinen Sand in ein Glas, in dem oben und unten Elektroden aus Metall eingesetzt waren. Den eingefüllten Sand hat Jakob befeuchtet, dann das Glas verschlossen und die Elektroden mit einer 1,5 Volt Batterie verbunden. Foto- und Videokamera haben festgehalten, was in den Wochen darauf in dem Glas passiert ist. Die folgenden Bilder laufen im extremen Zeitraffer. Zunächst bildet sich eine Schicht aus Eisensalz. Durch Ausfällung von Mineralien entstehen bänderartige Strukturen. Die hier ablaufenden elektrochemischen Prozesse waren bislang kaum bekannt. Jakobs Experimente könnten daher wegweisend sein für die Geologie. Diesen Prozess kann man vergleichen mit Prozessen der Strukturbildung durch Selbstorganisation. Die eingesetzten Feldstärken durch die Taschenlampenbatterie sind weitaus schwächer, als sich die Feldstärken in der Natur messen lassen. Dennoch wuchsen im Glas entgegen der Schwerkraft Falten und sogar Berge. In der Natur wurden sie dann durch Erosion freigelegt. Professor Jakob ist überzeugt, dass an der Gebirgsbildung nicht nur die mechanischen Kräfte der Tektonik beteiligt sind, sondern auch elektrisch verursachte Strukturbildungsprozesse. Das gilt auch für große Gebirge wie die Alpen oder der Himalaya. Und damit, mit dieser Möglichkeit der Erklärung von Faltengebirgen, hat die Theorie der Erdexpansion eine weitaus bessere Möglichkeit, Gebirgsbildungen zu erklären, als jede andere geologische Theorie. Sollte diese Schwerkraft sich ganz langsam verringern, dann verändert sich auch der Druck, mit dem das Material der Erde zusammengehalten wird. Die Erde wird also gewissermaßen langsam, ganz langsam entlastet. Und in diesem Maße dehnt sie sich dann aus. Wenn die Gravitation nachlässt, muss die Schwerkraft vor Jahrmillionen viel größer gewesen sein. Damals lebten aber riesige Dinosaurier auf der Erde. Für den Leiter des Senckenberg-Museums in Frankfurt passt das nicht zusammen. Wenn zur Zeit der Dinosaurier die Schwerkraft tatsächlich größer gewesen wäre als heute, kämen wir allerdings in eine Erklärungsnot, die Größe der Dinosaurier zu erklären. Sie müssten eigentlich eher klein und gedrungen gewesen sein. Ich als Paläontologe bin allerdings der Meinung, dass das alles überhaupt nichts mit der Schwerkraft zu tun hat, sondern eher mit der Konstruktion der Dinosaurier. Dinosaurier sind einfach anders gebaut als Säugetiere und können dadurch einfach größer werden. Die größten Dinosaurier wogen vermutlich bis zu 100 Tonnen. Warum sie so groß werden konnten, ist bis heute nicht genau geklärt. Globen, die das Wachstum der Erde zeigen, ist einmalig auf der Welt. Unermüdlich arbeitet er an ihnen und präsentiert sie in der Öffentlichkeit. So wie hier im Gymnasium in Werdau. In DDR-Zeiten wurde Vogel von Geowissenschaftlern noch toleriert und zu Vorträgen eingeladen. Das hat sich geändert. Aus fast allen Lehrbüchern und Enzyklopädien ist die Theorie vom wachsenden Erdball verschwunden. Und so freut sich Vogel besonders über junge Menschen, die sich für seine Expansionsgloben interessieren. Um es jetzt mal mit Shakespeare zu sagen, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde und im Innern der Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Vogel hat das Shakespeare-Zitat insofern ergänzt, dass wir auch von den Dingen, die innerhalb der Erde ablaufen, kein gesichertes Wissen haben. Es gibt also keinen Grund,
die Theorie vom wachsenden Erdball einfach totzuschweigen. Wenn die Erde einmal kleiner gewesen ist, dann stellt sich die Frage, wo das ganze viele Wasser war. Es ist bei der Betrachtung eines deutlich kleineren Erdballs nicht zu übersehen, dass die heutige Unmenge an Wasser irgendwo gesteckt haben muss, was auf den ersten Blick wieder für Tektoniklehre sprechen würde. Doch die Antwort heißt: Die Erde war einst vollständig vom Wasser bedeckt. Der Eispanzer der Antarktis speichert heute ca. 80% des gesamten Süßwassers. Und unsere Atmosphäre ist in einer anderen Zusammensetzung durchaus in der Lage, mehr Wasser aufzunehmen. Durch diese Situation hätten wir dann einen erheblichen höheren Atmosphärendruck und damit ganz andere Lebensbedingungen. Bei der Betrachtung der Erdgeschichte fällt jedoch auf, dass es diese Zeiten gegeben haben muss. Die Pflanzen- und Tierwelt passt sich diesbezüglich an, und so wären archäologische Funde aus erdgeschichtlicher Frühzeit gut erklärbar. Die ersten Reptilien der Urgeschichte sind auch wohl nicht an Land gekommen, um dieses zu erobern, vielmehr musste damals erst einmal Land entstehen. Durch die Ausdehnung der Erde hatte das Wasser der Meere mehr Platz und die höher gelegenen Flächen lagen irgendwann trocken. Erst dann konnte sich dort neues artverwandtes Leben entwickeln, eventuell in salzhaltigen Sümpfen, bis diese, trockengelegt, eine Süßwasserabflussstruktur bekam. Die musste demnach in ältester Vergangenheit von einem einzigen Ozean bedeckt gewesen sein. Und die bekannte Theorie mit der sogenannten Ursuppe entspricht ja weitestgehend der obenstehenden Vorstellung. Ebenso ist heute bekannt, dass das Phänomen Wüste ein in der Frühzeit unbekanntes war. Die Wüste Gobi, die Sahara und Australien waren einst grüne Paradiese. Erst als die Erde durch die weitere Ausdehnung die Erdatmosphäre immer mehr an Feuchtigkeit je Volumeneinheit verlor, änderte sich auch grundlegend die Systematik unseres Klimas, das jetzt durch die leichtere Atmosphäre die Glockencharakteristik abgab und die Erde nunmehr den Einflüssen von außen stärker ausgesetzt war. Die heißen und kalten Gebiete entstanden, während vorher die Feuchtigkeit in der Luft eine konstantere Temperatur halten konnte. Überall auf Erden finden wir Nachweise oder Spuren eines längst vergangenen Meeresbodens. Selbst auf den höchsten Gebirgen sind Meeresfossilien gefunden worden. Die Wissenschaft der Plattentektonik sieht hier einen aufgeschobenen Meeresboden bis in die höchste Bergregion vor, doch die Lage einiger Gebirge innerhalb der Platten steht dann als ein möglicher Widerspruch zur Erklärung der Funde. Also sprechen die Fossilien weit über dem Meeresspiegel eher für die Theorie der Ausdehnung. Dieser Umstand ist ja schon fast als Beleg zu sehen, dass ein Urozean einst die ganze Erde bedeckte. Dieser Urozean kann nur mit einer einst kleineren Erde logisch sein. Es gibt genügend Indizien, wenn nicht Beweise, dass unsere Erde von Wasser bedeckt war. Durch die Expansionstheorie sind auch die Tunnelgänge bis zur Innenfläche der hohlen Erde erklärbar. Wie eben im Film gesehen, reißt die Erdkruste kegelförmig auf, so kann sich unter einem kleinen Höhleneingang ein gigantisches Höhlensystem befinden. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Ma'alelund, im Kanal Space Mark 7 von terraherz.de.